Farben helfen mir, meine Botschaften zu übermitteln. Unter meinem Künstlernamen Vierwind mache ich Urban Art, Street Art. Hauptsächlich Leinwände, grössere Sachen oder auch ganze Wandgestaltungen. Ja, ich bin jetzt nicht so der Landschaftenmaler, der jetzt irgendwie so mega viele Farben, verschiedene und Wiesen und Blümchen und hier, das bin ich nicht. Ich probiere irgendwie so zwei, drei Farben oder eben in einem Sujet und eine Farbe reinzubringen, halt auch, dass es ja, ein bisschen visuell ein bisschen etwas passiert und ein bisschen etwas klebt. Ich finde, Farbe gibt schon mega viele Emotionen in diesem Sinn. Also es ist nicht nur die Züge, sondern die Farbe gibt vor allem gibt das Gefühl, das jetzt eine Form allein nicht kann. Die Botschaften von meinen Bildern sind meistens recht positiv. Überbringen möchte ich vor allem so Grundprinzipien, Hoffnung, Frieden, Liebe, Dankbarkeit, einfach, dass wir das nicht vergessen, ja. Dass das einfach in den Köpfen bleibt und nicht verloren geht. Meine Anfänge waren eigentlich relativ farbig, also wirklich überbunt, so, weil ich mich halt durch meine Farbenschwäche, Rot und Grün, nicht so, ich bin mir nicht so sicher gewesen, so, hey, stimmt das Grün? Also wenn ich jetzt irgendwie Blumen habe probiert, habe ich mich dort nicht sicher gefühlt. Und wenn ich halt alles farbig mache, spielt das wie keine Rolle. Es hat keine Regeln in diesem Sinn. Tricks konnte ich sicher ein paar sammeln über die Jahre. Das Wichtigste ist für mich so der Grundton. Bei Rot und Grün, wo ich wirklich ein bisschen Hilfe muss haben, beim Grundton gehe ich dann zu einem Maler oder zu jemandem, der wirklich ein gutes Farbvermögen hat. Und lasse es wie quasi absegnen. Das ist genau die Farbe, die ich brauche für das. Und ab dann kann ich dann eigentlich das Licht und den Schatten gut auf die Leinwand bringen. Ja. Ich würde sagen, früher war es schon so ein Handicap. Oder du hast halt gewusst, so, hey, du kannst dir nicht vertrauen dort. Und heute suche ich den Punkt, wo ich eben eine Rose male, wo ich früher dachte, hey, nie im Leben eine Rose. Das darf ich nicht. Und heute probiere ich wirklich die Punkte eigentlich zu machen, ja, und das Rot und das Grün so gut es geht herzubekommen. Mir hat relativ früh ein Arzt gesagt, dass ich eine Farbenschwäche habe. Und hat mir auch gesagt, dass so künstlerische Berufe, Grafiker und so, sind dann eher schwierig. 15 Jahre später hat es irgendwie gleich, ja, hat mich das gleich nicht gebremst in diesem Sinn. Und es ist gleich irgendwie gegangen, ja. Es ist gleich irgendwie, hat es funktioniert.